Wie kriegen wir das Ganze entsprechend aufbereitet, dass es die Druckerei oder beziehungsweise wir als Abschlusszeitung optimal für euch weiterverarbeiten können? Auf was gilt es zu achten? Was haben wir jetzt währenddessen schon die ganze Zeit geschaut? Wichtig ist, dass alle Schriften auf dem Rechner, der dann das finale PDF exportieren wird, vorhanden sind. Das haben wir vorhin schon mal gezeigt, dass die Schriften wirklich installiert sind bei Mac oder bei Windows. Dann ist wichtig, dass alle Verknüpfungen da sind. Verknüpfungen sind Bilder, sind Anzeigen, sind alle Sachen, die ich während der Erstellung in InDesign platziert habe. Ihr habt hier auch die Möglichkeit unter Fenster, euch die Verknüpfungen anzuzeigen. Wir haben jetzt im Innenteil den Direktor, die Schülerinnen, den Schüler drin. Und ihr habt die Möglichkeit zu überprüfen, ob diese Verknüpfungen auch korrekt sind. Ich zeige euch mal eben kurz, was passiert, wenn, sage ich mal, der Direktor, ich benenne dem seine Datei um, somit kann InDesign diese Verknüpfung nicht mehr finden. Er gibt euch ein rotes Fragezeichen, das bedeutet fehlend. Ihr seht auch direkt an dem Bild schon, dass das fehlend ist und ihr könnt dann mit einem Doppelklick es neu verknüpfen. Das kann schon mal passieren, wenn mehrere gleichzeitig an so einer Datei arbeiten oder an verschiedenen Dateien und einer schickt euch halt das InDesign, vergisst aber vielleicht einfach die Bilder mitzuschicken oder irgendjemand hat sie umbenannt. Das ist gar nicht schlimm. Da hilft euch InDesign und ihr sagt dann, okay, ach stimmt, der Direktor hat sich ja umbenannt. Klick, Klack und alles ist wieder gut. Dafür ist halt das Fenster da. Was es noch gibt neben dem roten Ausrufezeichen ist, ich mal kurz in den zurück, wenn ein Bild sich verändert. Das bedeutet, ich mache den mal zu und rufe quasi jetzt unseren neuen Direktor in den Photoshop und sage, ja, verändere jetzt halt irgendwie einfach mal ein bisschen hier irgendwas, macht das halt heller. Irgendjemand hat gesagt, na, ganz schön finster, der kleine Kerl. So, dann habe ich den abgespeichert. Dann ändert sich der Dateiname ja nicht. Das bedeutet, die Verknüpfung ist noch da. Aber InDesign hat gemerkt, dass dieses Bild geändert wurde, seitdem ihr das letzte Mal eingefügt habt. Da habt ihr die Möglichkeit, einfach per Doppelklick das zu aktualisieren. Klack und schon ist diese hellere Version drin. Genau. Also bevor ihr quasi exportiert, schaut euch im Fenster Verknüpfungen nochmal alle eure Verknüpfungen an, dass die alle ohne Fragezeichen oder Ausrufezeichen sind. Ihr seht doch, wenn ihr mit der Maus drüber fahrt, habt ihr das okay. Dann ist alles okay. Genau, dann, dass die Schriften da sind, haben wir gesagt. Und was natürlich schwer, das solltet ihr schon während der Produktion sehen, wenn ihr Überhangtext habt. Ich lasse den jetzt mal drin. Da zeige ich euch, dass InDesign euch da auch unterstützt. Der muss natürlich auch vorher rausgenommen werden. Das ist der mit dem roten Pluszeichen. So, wenn jetzt soweit alles schick ist und ihr wollt das als PDF exportieren, dann geht ihr in unsere Datei, exportieren, sucht natürlich erstmal den Ort aus, wo es hin soll und den Namen. Wir lassen Innenteil und gehen auf Sichern. InDesign bietet euch dann in dem Dialogfenster ein paar Möglichkeiten an. Wir arbeiten alle bei Abschlusszeit nach dem PDF X3 2002 Standard, bedeutet einfach den auswählen. Dann schaut, dass ihr bei Seiten alle drin habt und dass ihr Seiten exportiert und nicht Druckbögen. Druckbögen, hatte ich am Anfang mal ganz kurz erwähnt, sind immer 4 Seiten pro Bogen. Das macht aber dann die Druckerei, das machen wir für euch, da braucht ihr euch nicht drum kümmern. Wir brauchen Einzelseiten. Und dann schaut ihr nochmal bei den Marken und Anschnitt vorbei. Da ist nämlich eine der wichtigsten Einstellungen der Anschnitt, den wir immer zu Beginn eingestellt haben,
Den können wir jetzt hier verwenden. Anschnitteinstellung des Dokuments verwenden. Klick. Und dann seht ihr, geht das hier aus und die 3 mm, die wir eingegeben haben, also hier die roten Hilfslinien, werden jetzt übernommen. Ansonsten könnt ihr euch gerne mal durchklicken, braucht aber hier eigentlich nichts weiter machen, habt hier nochmal eine Übersicht. Wichtig ist wirklich allgemein das PDF X3 mit den Einzelseiten und bei Anschnitt nur die Anschnitteinstellungen. Wir brauchen von euch keine Schnittmarken, keine Anschnittmarken, keine Passermarken, wirklich nur diese 3 mm. Und dann exportieren. Und dann ist das, was ich euch zeigen wollte. InDesign merkt jetzt, dass auf der Seite 2 und 3 Übersatztext ist. Ihr könnt jetzt sagen, das ist so gewollt, das wissen wir und OK drücken, dann exportiert ihr euch und alles ist in Ordnung. Oder ihr sagt, das ist jetzt blöd. Abbrechen und dann habt ihr, wie ich ja vorhin schon mal kurz gezeigt habe, die Möglichkeit mit dem Plus zu gucken, wie viel ist es denn? Eieiei, ganz schön viel. Muss ich ganz schön viel kürzen. So, zack. Kürzt das hier raus. Kürzt bei dem Paul noch ein bisschen was. Bis ich sozusagen, ist jetzt nicht schön, aber dafür selten, bis die Textrahmen wirklich hier unten in dem Viereck kein rotes Plus mehr anbieten. Und dann kann ich wieder zum Exportieren gehen. Ist es der Inhalt? Sichern. Schau noch mal drüber. Nicht wundern, InDesign, sobald man halt hier die Marken und Anschnitt hinzufügt, wird er immer sagen, dass halt dieses Grundprofil geändert wurde. Deswegen steht dann dieses geändert in Klammern. Wenn ihr euch unsicher seid, einfach noch mal das Grundprofil auswählen. Das ist richtig. Einzelseiten ist wichtig, dann Marken und Beschnitt. Die Einstellung, und da seht ihr es schon, ne? Dann ändert er es, weil wir haben was geändert an dem Profil. Und dann exportieren. Er hat nichts zu meckern. Wir können kurz gucken gehen, was er da so gemacht hat. Er hat einen InDetail-PDF erzeugt. Und das ladet ihr dann bei Abschlusszeit hoch und bekommt es kurze Zeit später als eure Abi-Zeitung. Genau. Das ist dann eigentlich auch schon alles. Ihr könnt hier, habt ihr noch ein paar Möglichkeiten zu überprüfen, ob alles richtig gegangen ist. Also ihr braucht theoretisch wirklich nur nochmal bei Datei Eigenschaften schauen. Und dann seht ihr beim Seitenformat 216 mal 303. Das bedeutet, ihr habt das Grund A4-Format, was 210 mal 297 ist, mit 3 mm Beschnitt an jeder Seite. So kommen wir dann auf die 216 mal 303. Also ist hier alles in Ordnung. Kann ich OK drücken. Kann ich bei Abschlusszeit hochladen. Wird perfekt gedruckt.